Dies ist das größte Drehkreuz für Obst und Gemüse in Deutschland. Der Großmarkt Hamburg. Einmal hinten bitte abladen, die Karre. Im Schnitt 5,5 Millionen Euro Umsatz, jede Nacht. Ein Kommen und ein Gehen, ein ständiges Wechseln der Ware. Ungebetene Gäste. Die wollen natürlich für ein Appel und Ei auf dem Großmarkt einkaufen. Und echte Experten. Die wird ja nur noch gelber, die wird ja nicht mehr grüner. Tausende Kisten Obst und Gemüse aus der ganzen Welt. Anne? Händler im Stress. Tonnen an Kartoffeln. Und echte Feinschmecker. Du fühlst dich gut hier und deshalb kaufst du auch ein. Von hier geht die Ware nach Norddeutschland, Osteuropa und Skandinavien. Der Hamburger Großmarkt. Ein Umschlagplatz der Superlative. Es ist 1 Uhr nachts. Haupttor Ost. Hunderte LKWs lassen die Marktaufseher passieren. Es sind Lieferanten, die frische Ware bringen. Jetzt, da die Stadt schläft, erwacht der Großmarkt. Unzählige Kisten und Paletten. Eine Armada von Gabelstaplern verteilt Ware auf dem riesigen Gelände. Von überall her kommt frisches Obst und neues Gemüse. Aus immer neuen LKWs. Die Marktaufseher überwachen, wer auf das Gelände kommt und wer nicht. Beide haben sie keinen Marktausweis, nichts. Sie kommen so nicht rein. Nee, sie wollen jetzt einkaufen und fertig. Solche Sachen haben wir nämlich auch zum Beispiel, dass jetzt fremde Leute kommen, angeblich sagen, sie wollen ihren Vater besuchen und alles, kommen mit dem Kombi und wollen natürlich für ein Appel und Ei auf dem Großmarkt einkaufen. Hier bezahlt man zum Beispiel jetzt für einen Spargel 2,50 bis 3 Euro im freien Markt. Handeln bezahlt man 8,50. Das ist natürlich eine schöne Spanne an Geld und so. Ne? Deshalb darf hier nur rein, wer einen speziellen Gewerbeschein hat. Diese Einfahrtberechtigung für den Großmarkt bekommen nur Lieferanten und Einkäufer. Besonders verboten das Mitbringen von Müll. Hier schauen Edmund Kramer und seine Kollegen genau hin. Schönen guten Abend. Machen Sie hinten einmal kurz Ihre Ladeklappe auf. Faule Tomaten, gammelige Salate. Danach hält Kramer Ausschau. Alles klar, gut. Kleine Transporter, die winken dann doch ab und zu mal raus. Naja, Sie wollen einkaufen, haben aber noch Verderbware, was Sie nicht losgeworden sind. So, und hier versuchen Sie dann irgendwo sich hinzustellen und in unbemerkten Moment wird das irgendwo in der Ecke hingestellt. So, und dann muss der Großmarkt das entsorgen und bleibt natürlich auf die Kosten sitzen. Der Großmarkt Hamburg. Ein städtisches Unternehmen und doch ein exotischer Ort. Hunderte Händler haben hier Flächen gemietet und bestücken Nacht für Nacht ihre Parzellen. Einer der größten Händler, Elbe Garten. Die Gemüsespezialisten kaufen ihre Ware vorwiegend bei Landwirten aus der Region ein und verkaufen sie hier weiter. So funktioniert der Großmarkt. Die meisten Händler hier sind Zwischenhändler. Einmal hinten bitte abladen, die Karre. Wasserseite, zweite Reihe. Schwarzer MAN ist das. Der steht eigentlich immer quer, zweite Reihe. Kannst du nicht verfehlen da, sonst muss er fragen. Hast du da eine Erbse jetzt? Ja, stell hinten rein. Der Ton ist sehr rau, ja, aber auch irgendwo weiß jeder damit umzugehen. Und die Kleine auch bitte gleich mitnehmen. Und so muss er halt alles koordinieren. Zwei Kisten möchtest du noch haben? So schnell sind wir nicht. Jörn Hausschild ist bei Elbe Garten Verkaufsleiter. Er koordiniert ununterbrochen. Denn fast alle Geschäfte werden am Telefon abgesprochen. Arne? Kunden kommen heute nur noch selten selbst an den Stand. Und die meiste Ware hier ist ohnehin bereits verkauft, bevor sie im Großmarkt ankommt. Hier wird sie dann nur noch abgeholt. Das meiste ist planbar. Haben wir hier bestellt? Nicht aber das Wetter. Hagelschlag in der Pfalz oder Unwetter in Italien, so wie wir diesen Winter gehabt haben, dann ist die Problematik da, dass einfach Ware nicht kommt oder Ware fehlt oder die Qualität nicht so ist, wie jeder es gerne haben möchte. Und dann haben wir ein Problem. Die Fläche des Großmarktes ist riesig. Allein die Markthalle ist fast 40.000 Quadratmeter groß.
Dazu kommen ein Zwischen- und Untergeschoss, insgesamt 100.000 Quadratmeter. Hier tummeln sich mehr als 400 verschiedene Firmen. Es sind Großhändler, Importeure und kleine Landwirte. 1.30 Uhr. Die Großmarktnacht hat gerade erst begonnen. 4 Stunden zuvor startet Christian Meyer wie jeden Abend seine Nachtschicht. Der Gemüsebauer verlädt Kisten mit Salat auf seinem Hof in Hamburg-Moorwerder. Jeden Abend fährt er tonnenweise Ware zum Großmarkt. Er ist einer von 14 sogenannten Selbsterzeugern. Das sind Bauern, die selbst anbauen und direkt im Großmarkt verkaufen, ohne Zwischenhändler. Die Kisten teilen sich die Selbsterzeuger. Sie haben ein Pfandsystem gegründet. Sein Gemüse hat Christian Meyer erst wenige Stunden zuvor auf dem Feld geerntet. Also heute haben wir die komplette Salatpalette. Bunte Salate, Kopfsalat, Römer, Eisberg. Dann haben wir Kohlrabi, Spitzkohl, den ersten Blumenkohl. Also schon von jedem was dabei. Die ersten Lauchzwiebeln, ein paar Gurken. Nur, sein LKW ist kaputt. Deshalb muss er heute mit dem Trecker los. So tuckert Landwirt Meyer auf seinem John Deere mit 125 PS Richtung Großmarkt, 14 Kilometer den Deich entlang. Diese Ware dagegen hat eine weite Reise hinter sich. Vor 13 Tagen ist die Polarlight in Guayaquil in Costa Rica gestartet. Das 154 Meter lange und 24 Meter breite Kühlfrachtschiff hat Bananen an Bord. Jetzt kommt es mit 2 Tagen Verspätung an. Beim Bananengroßhändler Interweichert warten die Mitarbeiter schon ungeduldig auf die Ware. Sofort öffnen sie die Container und löschen sie. Eine spezielle Folie hat dafür gesorgt, dass die Bananen unterwegs nicht gereift sind. Stefan Fischer kontrolliert jetzt jeden einzelnen Container. Wir haben jetzt hier einen Setpoint, das heißt eine Kühltemperatur, die in den Container eingeblasen wird von 14 Grad. Wir können jetzt hier in die Historie gehen und können feststellen, dass er mit 0 Kubik gelaufen ist. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten CA-Container mit kontrollierter Atmosphäre, sodass Sauerstoff entzogen wird, CO2 entzogen wird, sodass wir eine optimale Ankunft erwarten mit einer optimalen Qualität der Banane. Ein Mitarbeiter entfernt die sogenannte Gardine. An einem Karton steckt ein Temperaturmessgerät. Es wurde in Costa Rica montiert. Jetzt kann es ausgelesen werden. In wohl kaum einer anderen Branche wird so viel Temperatur gemessen wie im Bananenbusiness. 14,9 Grad. Das ist ideal. Zwanzig Paletten stecken in einem Container. 54 Kartons stehen auf einer Palette. Insgesamt werden hier gerade also 1.080 Kartons Bananen entladen. Ein beträchtlicher Wert. Also momentan so ca. 18.000 Warenwert in einem Container. Also wir kommen irgendwo um die zwischen 80 und 100 Container die Woche, die wir hier haben. Bananen im Wert von knapp 2 Millionen Euro. Und das jede Woche. Und nur bei Interweichert, einem von mehreren Bananenhändlern in Hamburg. Die vollautomatische Bananenumschlaganlage transportiert die Paletten über Lichtschranken und Barcodes an den idealen Stellplatz. Algorithmen berechnen, welche Ware wann wieder rausgeht und wo sie deshalb am besten geparkt wird. Auf dem Weg dahin natürlich auch hier Temperatur messen. Pro Jahr werden hier im Fruchtterminal 25 Millionen Kartons Bananen umgeschlagen. Einzelne davon landen hier. Zuerst der Gewichtscheck. Mindestens 18,14 Kilo muss ein Karton wiegen. Dieser wiegt sogar mehr als 20. Die Qualitätskontrolle läuft bei Interweichert nach dem Zufallsprinzip. Pro Lieferung holen die Bananenexperten 3-4 Kartons hierher und nehmen sie ganz genau unter die Lupe. Sie dokumentieren etwa Schäden und nehmen im Zweifel sofort Kontakt mit den Bananenbauern in Mittelamerika auf. Auch die Länge muss stimmen. Hier 8 Inch mal 2,54 cm bedeuten 20,3 cm, mehr als nötig.
Der Mindestwert beim Durchmesser beträgt 27 mm. Hier sind es 48. Und dann muss die Banane auch noch ins Hautscreening. Die sogenannte UDP wird geprüft. Die Under-Pear Discoloration. Doch an Verfärbungen unter der Schale leidet diese Frucht auch nicht. Nebenan prüft René Gericke Ananas, die ebenfalls mit einem Schiff gekommen sind. Der Fachmann halbiert zunächst die Frucht. Und weil Ananasfrüchte unten süßer sind als oben, nimmt Gericke Proben aus der Mitte. So bekommt er quasi einen Mittelwert. Mit dem Saft kann Gericke dann messen, wie süß die Ananas ist. Der Blick durch das Refraktometer gibt ihm die Antwort. Jetzt sehe ich den Zuckergehalt der Frucht, die sagen dazu Brix-Gehalt, der ein Minimum von 13,6% haben soll. Ja, der hat sogar mehr, der hat 14,4. Das heißt, die Ananas ist süß, der Zuckergehalt ideal. Noch aber fehlt ein wichtiger Indikator für die perfekte Frucht, das richtige Verhältnis von Zucker und Säure. Es wird deshalb ebenfalls gemessen. Also hier soll er mindestens 0,5 haben, wenn er da unter ist, 0,2, 0,3. Dann wissen wir, irgendwas mit der Frucht ist nicht in Ordnung, die ist noch zu unreif oder so und da müssen wir dann handeln. Hier sind es 0,95% Säure. Eine perfekte Frucht. Die Bananen, 2 Tage zu spät in Hamburg eingetroffen, bleiben nur kurz im Kühlhaus des Fruchtterminals. Sie werden genauso automatisch ausgespuckt, wie sie eingelagert wurden. Auch jetzt, kurz bevor sie den Hafen in Richtung Bananenreiferei verlassen, prüft Stefan Fischer noch einmal, ob wirklich alles noch schön grün und unreif ist. Wir wollen, dass unsere Reiferei 100%ige Ware bekommt. Und wenn wir jetzt gelbe finden würden, was wir nicht hoffen, dann würden wir die natürlich aussortieren. Deswegen stehen wir hier und gucken alles uns nochmal ganz genau an. Die Früchte werden dann, wie es heißt, zur Verladung freigestellt. Von hier gehen sie jetzt zum Großmarkt. Dort, an der Hauptpforte, schiebt weiter Marktsheriff Edmund Kramer Dienst. Er prüft Zufahrtsberechtigungen und ist immer noch auf der Suche nach Müll, der illegal auf dem Großmarkt entsorgt werden könnte. Die nächste Stichprobe. Morgen schön. Machst du mal hinten kurz an die Klappe auf? Immer wieder versuchen Kunden, gammelige Ware günstig loszuwerden. Nämlich hinter der nächsten Großmarktecke. Alles klar. Ne? Jawohl. Dann wieder zu. Hier ist alles sauber. Und dann noch einen schönen Abend. Auch diese Kontrolle wird protokolliert, damit alles seine Ordnung hat. Edmund Kramer arbeitet seit 2008 auf dem Großmarkt. Und mit den Jahren kennt er sie alle. Das ist unser lustigster Holländer. Der ist auch, ich bin jetzt schon 9 Jahre, also seit 9 Jahren kenne ich den schon. Ne? Und der ist immer gut drauf, fröhlich drauf. Zuerst habe ich mir zuerst gedacht, na, vielleicht ist da irgendwas was anderes mit bei, aber nee, der ist so. Das ist. Der Großmarkt ist ein riesiger Umschlagplatz auf 27 Hektar. Die eindrucksvolle Markthalle ist allein 100.000 Quadratmeter groß, verteilt auf 3 Stockwerke. Landwirt Christian Meyer ist mit seinem Trecker angekommen und auf dem Weg ins Untergeschoss. Hier trifft er gleich seinen ersten Kunden. Doch mehrere Paletten sind während der Fahrt umgekippt. Ein kurzer Schockmoment. Alles ist okay. Der Ware ist nichts passiert. Wie abgemacht kann er 3 Paletten abliefern. Die Nacht ist noch jung, da hat Christian Meyer schon 100 Kisten verkauft. An einen Großhändler, der das Gemüse auf seinem eigenen Großmarktstand weiterverkaufen möchte. Christian Meyer muss sich jetzt beeilen. Schnell fährt er wieder nach oben. Die Zeit drängt, denn die ersten Kunden kommen gleich an seinen Stand. Meyer parkt seinen Trecker auf dem Platz vor der Großmarkthalle. Danach holt er sich einen Gabelstapler. Er und seine Kollegen, die anderen Selbsterzeuger, teilen sich mehrere Stapler. Christian Meyer beeilt sich.
Innerhalb von 10 Minuten transportiert er 300 Kisten zu seinem Verkaufsstand. Er sortiert mehrere Paletten hintereinander, damit er so viele wie möglich auf einmal mitbekommt. Je schneller er die Ware am Stand hat, desto eher kann er sie verkaufen. 72 Kisten buxiert er bei einer Fahrt. Und muss aufpassen, dass er in den engen Großmarktgassen nicht aneckt. Jetzt wird die Ware vorbereitet, denn schon bald kommen erste Kunden. Zeigen, was man hat. Das gilt auch hier im Großmarkt. Wir stellen so ein bisschen was aus, dass wir alles an Produkten da haben. Also eine Seite zeigt hier die komplette Salatpalette. Und hier kommt dann der Kohlbereich, dass die Kunden dann gleich sehen, was es Neues gibt, was sie kaufen können. Moin. Marktsheriff Edmund Kramer hält nicht nur draußen die Augen offen. Gestern? Nee, ich bin heute den ersten Tag wieder. Ich war Sonntag hier. Eddie Kramer ist jetzt auf Streife in der Halle. Auch hier muss alles seine Ordnung haben. Hast du an deinen Stapler-TÜV gedacht? Ja. Hat er? Ja. Die Händler wissen, dass Eddie tut, was er tun muss. Er achtet darauf, dass sich alle an die Regeln halten. Wer hier wo wie viel Ware abstellen darf, ist streng reguliert. Diese Flächen haben die Firmen angemietet. Dafür bezahlen sie Pacht. Sie dürfen nicht ihre Paletten jetzt zum Beispiel hier jetzt lagern, weil erstmal der Durchgang freigehalten werden muss, wenn irgendwas sein sollte. Und es geht auch wegen der Pacht und so, wegen Bezahlen. Ne? Und darauf haben wir als Marktaufsicht darauf zu achten, dass das eingehalten wird. Naja, steht da ein bisschen drin, da drücken wir dann manchmal auch ein Auge zu. Ne? Christian Meyer bringt die letzten Kisten zu seinem Stand. Kopfsalat, Rucola, Gurken. Seine Mutter Anke unterstützt ihn am Stand. Er kümmert sich um die Ware und den Transport. Mama erledigt die Buchhaltung. Fast jede Nacht verbringen sie gemeinsam an ihrem Stand. Also alleine ist das nicht zu schaffen. Wenn die Leute kommen, die wollen gleich bezahlen, die wollen gleich eine Rechnung ausgestellt haben, die wird gleich am Laptop erstellt und gedruckt. Das ist alleine nicht zu bewältigen. Zusammen arbeiten sie die erste Bestellung ab. 2 Kisten Brokkoli und Rucola. 12-mal Mischsalat. Der nächste Kunde ist persönlich gekommen. 14-mal Kohlrabi. Moin. Moin. Und 1 Mango. Jawohl. Die ersten Minuten der Verkaufsnacht. Und schon sind eine Menge Kopfsalat und Kohlrabi verkauft. Christian Meyer belädt 2 Paletten. Der Kunde nimmt sie anschließend mit. Edmund Kramer und seine Kollegen müssen auch das strikte Rauchverbot in der riesigen Halle durchsetzen. Mit zum Teil drastischen Strafen. Ersttäter zahlen 55 Euro. Für Wiederholungstäter kann es richtig teuer werden. Es gab schon Bußgeldbescheide von mehr als 1.000 Euro. Guten Morgen. Du, Benni? Ja, mein Lieber. Soll ich dir die Ohren langziehen oder wie sehe ich die Sache? Nein, bitte heute nicht. Ne? Also, weißt Bescheid, ne? Worum es geht. Bescheid, ja. Ein bisschen ist es ihm zuwider, das Polizist sein. Ne? Alles klar, ne? Ja. Sonst du weißt, das ist nicht. Ne? Gut, alles klar. So. Schönen Tag mit dir, ciao. Der nächste Bekannte. Ciao, Meister. Hey! Alles klar? Das ist unser Holländer. Der verrückte Holländer. Der verrückte Holländer. Die Käsekoppe. Einer der besten Jungs hier, ne? Sieh das, ja. Auf dem Großmarkt, ne? Alles klar, ne? Verkaufsstress am Stand von Gemüsegarten Meier. Christian Meier arbeitet eine Bestellung ab. Der Kunde wartet bereits auf dem Parkplatz vor der Großmarkthalle. Was er haben will, hat er zuvor telefonisch aufgegeben. Meyers Mutter Anke kümmert sich unterdessen um die Rechnung. Kopfsalat und Rucola werden sicher verpackt, damit die Kisten beim Transport nicht umkippen. Dann geht es nach draußen. Nach einer Fahrt über das riesige Gelände stellt der Gemüsehändler die Ware sicher auf dem Lastwagen beim Kunden ab. Nebenan in der Reifereihalle vom Bananengroßhändler Interweichert.
Hier startet nun die Reifung der Früchte, die aus dem Hafen gekommen sind. Reifereimeister Hasbi Sutar prüft den sogenannten Schnittgrad. Schnittgrad ist wie die ganze Kanten hier zum Beispiel, das ist Schnittgrad, wie dick ist die Banane. Das ist sehr wichtig. Umso dicker, umso runder die Banane ist, umso länger stand die an die Staude in Herkunft. Das heißt, hier, wenn ich das hier sehe, das ist so ein mittlerer Schnittgrad, nennt sich das. Je länger an der Staude, desto besser der Schnittgrad. Aber zu reif darf die Frucht auch nicht werden. Ein Drahtseilakt. Bei bestenfalls 13 Grad startet Hasbi Sutar jetzt den Reifeprozess. Die Früchte werden mit Ethylen begast, einem Pflanzenhormon, das die Bananen gelb werden lässt. Das Zeug geht in die Reifekammern, das, was wir natürlich brauchen. Ja? Wenn wir eine Kammer natürlich begasen, wir nennen das Gas, ja kein Gas, ist ja ein Ethylen gemischt mit Stickstoff zusammen. Und wenn wir jetzt eine Kammer begasen, und dann zieht den Gas von hier direkt in die Kammer rein. Das Ethylen sorgt jetzt dafür, dass die Stärke in den Bananen in Zucker umgewandelt wird. Mit einem Vorhängeschloss verriegelt Hasbi Sutar diese sensible Apparatur. Hier lagern Früchte, die gut 100.000 Euro wert sind. Deshalb gibt es auch noch eine weitere spezielle Alarmanlage. Wenn Kühlung ausfällt, bekomme ich sofort einen Alarm per Handy. Dann, aha, da stimmt irgendwas nicht, dann komme ich sofort hierher und dann wird das sofort repariert, wie auch immer. Also kann es nicht passieren. Aus diesem Grunde sind wir schon alles sozusagen gesichert. Ja? Doppelt und dreifach gesichert. Die Reiferei ist ein eigener Umschlagplatz auf dem Großmarkt. Jeden Tag kommen neue grüne Bananen hierher und fertige verlassen die Halle wieder. Allerdings bedeutet fertig nicht etwa gelb. Das, was wir sehen, ist eine Reifegradtabelle. Wir können natürlich in 4 Tagen eine Farbe 3 machen. Wir können aber auch in 4 Tagen eine Farbe 4 machen. Umso höher wir die Temperatur einstellen, umso gelber wird die Ware. Wir liefern die Ware zwischen einer Farbe 3 und einer Farbe 4 aus. Eine Farbe 5 zum Beispiel siehst du im Laden drin, weil die Ware, die entwickelt sich ja. Die wird ja nur noch gelber, die wird ja nicht mehr grüner. Punktgenau und farbgenau gereift, je nach Kundenwunsch. Tagtäglich verlassen zig LKWs die Reiferei und beliefern Caterer, Restaurants und Supermärkte. In der Großmarkthalle gegenüber arbeitet diese Nacht auch Gerd Böhler. Schon seit 60 Jahren fährt er hier Stapler oder schleppt Obstkisten. Gerd Böhler ist der älteste Mitarbeiter auf dem Großmarkt. Eine kleine Legende. Ich bin jetzt 80 geworden und das geht noch rambazamba. Das ist eben, man soll nicht aufhalten. Ich sage das immer wieder, wenn wir diese anstrengende Arbeit machen hier, dann darf man nicht mit einmal Schluss machen. In Rente gehen und mit einmal gar nichts mehr machen. Das wird nichts. Wo willst du hinhauen? Gut. Vielleicht wie erkennen. Er macht schon alles mit dem Alter. Eben trotz des Alters noch fit. Richtig fit. Noch fitter als ich. Gerd Böhler liebt die Arbeit auf dem Großmarkt. Besonders das Staplerfahren. Und keiner kennt die alten Zeiten besser als er. Das war eine ganz andere Zeit. Ne? Heute kommt alles mit LKWs und damals kommen alles aus allen Ländern. Praktisch alles mit Schiffen. Und da waren Schlangen, da waren Vogelspinnen und alles, was man sich denken konnte. Also wenn man im Schiff war, dann muss man praktisch nur die Hosen zubinden, dass sie von unten die Viecher nicht reinkommen. Gerd Böhler ist vom Großmarkt nicht wegzudenken. Diese Welt hier ist seine Welt. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Der Kardiologe, der fürs Herz zuständig ist, der hat zu mir gesagt, ich werde bis mit dem Herzen werde ich 100 Jahre alt.
Also bleib ich noch, ne? Das sind nur 20, ja. Sind nur eine läppische 20 Jahre. Und so lange dreht er weiter mit dem Stapler seine Runden über den Großmarkt. Für Edmund Kramer war die Nacht eher ruhig. Bis jetzt. Plötzlich Aufregung in der Markthalle. Streit, weil ein Händler dem anderen zu sehr auf die Pelle rückt. Wieder einmal. Und alles klar? Alles okay. Also keine Probleme? Nein. Nicht. Am Wochenende hat die Firma Ware bekommen und hat die Ware genau gegenüber der Firma hingestellt, sodass sie nicht an ihren Stand kam. Und man kann denen das sagen, das hält für eine Woche. Und nach einer Woche ist es wieder das gleiche Problem. Fürs Erste aber hat der Marktaufseher den Streit geschlichtet. Unterdessen bei Elbegarten. Aber nicht in der Großmarkthalle, sondern nebenan im Logistikzentrum des Obst- und Gemüseriesen. Hier wird rund um die Uhr Ware umgeschlagen. 500 Paletten und bis zu 50 Lkw-Ladungen pro Nacht. Ware aus dem In- und Ausland für große Supermarktketten, Gastronomie und Großhandel. Zum Teil nachmittags, wenn die Erzeuger aus dem Umland kommen, ist die Ware direkt vom Feld, wird sie hier angeliefert. Die wird geerntet und direkt vom Erntewagen hier auch angeliefert. Also wirklich knackig frisch. Damit die Ware hier dauerhaft frisch bleibt, herrscht in der Logistikhalle eine Temperatur um die 8 Grad. Im Sommer wie im Winter. Keine Palette steht hier länger als nötig. Im Prinzip lagern wir die Ware gar nicht, sondern die wird immer nur kurz zwischengeparkt. Das ist ein Kommen und ein Gehen, ein ständiges Wechseln der Ware. In der Regel verbleibt die Ware maximal ca. 24 Stunden hier im Lager. Schichtleiter Dietmar Kling hat ein Problem. Er sucht Champignons, die noch gar nicht da sind. Der LKW steht im Stau. Dabei muss die Lieferung für eine große Supermarktkette, in diesem Fall Edeka, dringend raus. Es fehlt aber jetzt noch Ware, die jetzt hier gleich frisch ankommt. Deswegen brauchen wir die Zettel. Also ich sage mal, unsere Kundschaft bestellt bis nachmittags 16 Uhr. Dann werden die LKWs in Süddeutschland beladen. Ja, und dann fahren die los. Und deswegen kommen die alle auf einmal denn hier jetzt gleich hier reingestanden. Dietmar Kling wird nervös. Doch dann der erlösende Anruf. Ja, er ist unterwegs. Er ist gleich da. Endlich kommt der LKW mit der lang ersehnten Ware. Langsam weicht die Nacht dem Tage. Es ist Morgen geworden auf dem Großmarkt. Noch immer laufen die Geschäfte draußen vor der Halle und drinnen an den Marktständen auf Hochtouren. Selbst um 5 Uhr morgens sind auf dem Großmarktgelände fast alle Lkw-Plätze belegt. Nebenan in der Reiferei. Ein nächster Container Bananen kommt an. Drinnen herrscht eine geschützte, eigene Atmosphäre. Weniger Sauerstoff, dadurch ein höherer Anteil Kohlendioxid. Damit möchte man halt erreichen, dass man den Transportweg hier nach Europa, dass die Bananen nicht reifen. Aber der O2-Wert darf nicht zu niedrig sein, sonst hast du eine CO2-Erstickung. Das bedeutet, die Banane kann nicht mehr, die atmet, kriegt aber keine Luft. Die Bananen würden dann leicht grau werden und säuerlich müffeln. Nächstes Risiko, die Temperatur dieser Bananen ist etwas zu hoch. Das birgt Gefahr. Du kannst dann haben, dass du hier Früchte hast, die angereift sind. Die geben ja auch Ethylen ab und lassen die Ware, die außerhalb, sagen wir mal, hier ist gelbe Ware, ein Cluster, also eine Hand Bananen ist gelb. Die gibt Ethylen ab und lässt dann die Kartons außerhalb auch reifen. Nach einem kurzen Check ist klar, alles ist in Ordnung. Die Kartons können in die Reifekammern gefahren werden. Hier reifen Bananen für die großen Ketten, wie zum Beispiel Rewe und Penny. Vor jeder Kammer hängt eine Tafel, um nicht den Überblick zu verlieren. Wann kam die Ware rein, was sehr wichtig ist? Dann ist das Schiff, die Maersk Neston aus Bremerhaven. Dann sind das 20 Paletten, 54 Kartons.
Das sind halt 1080 Kartons. Aldi Turbana, das ist die Marke. Die Herkunft Costa Rica. Und ich plane die Ware für Aldi Montag. Gut 100 Kilometer südlich von Hamburg, nahe Uelzen, werden gerade 25 Tonnen Kartoffeln angeliefert. Sie werden schon morgen gewaschen, sortiert und verpackt auf dem Großmarkt verkauft. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Karl-Heinz Meyer startet das Programm. Angetrieben von elektrischen Rollenmotoren mit bis zu 7,5 PS fahren die Kartoffeln in die Wäsche. Ein gigantischer Kreislauf, der rund 20.000 Liter Wasser pro Stunde benötigt. Die Kartoffeln kommen hier in den Steintrenner. Das Wasser über einen Wuppantrieb, weil Steine schwerer sind, fallen nach unten und fallen nach draußen. Weil Steine wollen wir in den Kartoffeln ja nicht haben. Nicht einmal 50 von insgesamt 500 Metern Förderband haben die Kartoffeln nun hinter sich. Hier, eine Etage tiefer, geht es durch den Kartoffeltrockner. Da sind Filzmatten drauf und die nimmt die Feuchtigkeit ab. Eine Kartoffel trocknet ja von innen von alleine wieder. Auch wenn du zu Hause welche schälen tust, trocknet ja wieder ab. Aber die meiste Feuchtigkeit wird von den Filzmatten aufgenommen. Nur ein paar Sekunden dauert die Prozedur pro Kartoffel. Karl-Heinz Meyer programmiert schon die nächste Station, die Sortieranlage. Ich habe jetzt hier oben ein 70er Sieb drin. Die ganz großen Kartoffeln lasse ich hinten einer Kiste extra laufen. Alles, was unter 50 abkalibriert wird, läuft in der Kiste. Und alles, was dazwischen ist, in die Kiste. Die großen Kartoffeln bleiben oben, die kleinen fallen durch. Mehrere Größen, mehrere Kisten. Im nächsten Schritt werden die Kartoffeln trotzdem noch einmal handgeprüft und begutachtet. Exemplare, die sich bis hierher durchgemogelt haben, werden aussortiert. Das sind die G4er, 450 bis 600 Gramm. Da sind manchmal ein paar kleine drin und die schlechten raussortiert. Diejenigen, die den Check bestehen, werden eine Etage tiefer verpackt. Je Sack 25 Kilo. Das misst eine exakt programmierte Mehrkopfwaage mit 10 Kammern, damit auch ja keine Kartoffel verschenkt wird. Jetzt kann man hier halt gerade sehen, das wirft er gerade ab. Und das sollte drin sein, also das mit Toleranz halt. Ne? 25 Kilo sollte drin sein, wir machen Toleranz, haben wir hier jetzt 27 Gramm im nächsten Beutel. Ja, und das ist gerade, was er drin hat und noch nach wird bis 25. Der Computer berechnet, welche Kammern zusammen 25 Kilo ergeben und öffnet die Lupen. Fehlt nur noch ein Aufkleber, dann geht es für die Kartoffeln zum Großmarkt. Dies ist der Verkaufsstand der Firma Neuenkirchner Heidekartoffeln. Auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern liegen hier, je nach Jahreszeit, bis zu 50 verschiedene Kartoffelsorten. Nicht einfach, den Überblick zu behalten. Ein Mitarbeiter zählt die Ware und prüft Lieferscheine. Heute besucht ein Vertriebspartner aus Hannover den Stand. Moin, moin, ihr Herren. Moin, Sie da. Geht's gut? Ja, selbst. Bist du geschlafen heute? Nee. Und die Zeit nicht. Ja. Ernst-Dieter Eckhoff ist in der Nacht angereist, um sich bei Verkaufsleiter Torben Sander die neueste Ware anzuschauen. Vorsicht. Er ist Zwischenhändler und beliefert große Kunden wie Lufthansa und die Kantinen namhafter Möbelhäuser. Eckhoff benötigt französische Kartoffeln. Da haben wir ja speziell jetzt immer die Nachfrage gehabt von der Lufthansa-Basis. Die wollen ja gerne die Franzosen haben. Genau. Schön gleichmäßige Sortierung auch, ne? Schön gleichfallende Ware. Die können die so echt schön zum Anbraten nehmen als Beilage. Ja. Sieht gut aus. Genau. Ja, das ist eben schön für die Küchen, ne? Die musst du nicht mehr schälen, die Kartoffeln. Die werden gekocht oder noch mal kurz angebraten. Und die sind von heute jetzt, heute Nacht gekommen? Die sind vorhin gekommen, ja. Haben wir gerade abgeladen. Oh, super. Ne? In unserem Karton
Wäre vielleicht auch was für unsere Porter-Möbelhäuser, dass wir das da auch noch mal mit vorstellen. Ja, dann nehmen wir mal einen Karton mit. Ja. Zeig dir das noch mal. Gut. Ernst-Dieter Eckhoff ist ein typischer Großkunde. Anspruchsvoll und preisbewusst. Auch bei den Frühkartoffeln. Die sind heute Nacht gekommen oder wann? Die sind jetzt gerade abgeladen. Genau. Hast du den neue schon als geschälte jetzt auch? Ja, kann man schon machen, aber die müssen dann mit der Hand geschält werden. Oh. Und ja, das ist ja teuer. Da der Rohwarenpreis noch im Moment relativ hoch ist, ist das. Ja, ist ja bei der ersten immer so. Ja, ist das vielleicht noch nicht ganz so zu empfehlen. Also die Alterntige ist ja noch gut. Ne? Das ist ja noch auch vom Preis her deutlich attraktiver. Ne? Da kannst du mir für nächste Woche mal einen Preis machen, geschälte neue, deutsche. Ich rufe mal in unserer Produktion an, wie wir das handeln können und wo wir dann auch preisen können. Da machst du die aber am besten dann in Wasser und in 5 Kilo, ne? Dass wir nicht so große Einheiten haben. Ja, genau. Was er wünscht, kommt ebenfalls aus Uelzen. Hier werden Kartoffeln geschält, in einer imposanten Anlage mit mehreren Schälstufen. Dies ist ein sogenannter Carbo-Round-Schäler. Er schält mit beschichteten Walzen. Da ist Sandpapier drauf. Und dann sind die Schälwalzen in einer Mulde angeordnet und die Kartoffeln laufen entgegen der Schwerkraft, werden die hochgedreht sozusagen und dadurch wird die Pelle abgebürstet. Eckhard Grote ist Kartoffelbauer. Gemeinsam mit 8 Kollegen hat er in diese Anlage investiert. Die zweite Schälstufe, ein Messerschäler. Danach folgt die optoelektronische Sortierung. Die Kartoffeln fallen durch einen Lichtschacht. Hier messen 4 Kameras die Oberfläche in Quadratmillimetern genau. Anschließend sortiert die Maschine die Kartoffeln nach Größe. Danach kontrollieren 2 Mitarbeiter per Hand. Schließlich landen die Kartoffeln, halbiert oder geviertelt, in der Verpackung. Etwa 3000 Packungen laufen jeden Tag vom Band. Auch diese Ware wird gleich nach Hamburg fahren, zum Großmarkt. Ja, der Kollege aus Hamburg ruft hier an und sagt, er braucht heute 1,2 Tonnen geviertelte, halbierte Kartoffeln. Und wir fertigen die dann zurück und liefern das am selben Tag noch aus. Etwa 30% der Ware, die hier produziert wird, landet auf dem Stand auf dem Hamburger Großmarkt. Kartoffeln geschält, geschnitten und fertig verpackt. Ideal vor allem für Großküchen. Und hast du die auch in 5? Oder nur 10 Kilo, 5 Kilo? Wo sind die 5er? Sag mal die 5er hier. 5 Kilo abgepackt, vakuumiert, im Wasser. Ne? So, ihr müsst immer gut darauf achten, auf Schnittbild. Ne? Weißt du ja selber. Genau. Ja, das ist sehr wichtig, wenn die Köche denn. Ich sag mal, eine kleine und eine große im Kochtopf haben, dann sind sie schon meist nicht überfordert, aber das ist schon eben beim Kochen nicht schön. Ne? Die eine ist durch. Aber sieht cool aus. Wie zu Omas Zeiten. Da ist also keine Konservierung sonst dran, nur eben das Wasser. Das Ende einer Shoppingtour. Vertriebspartner Eckhoff hat alles, was er braucht. Fast. Hast du gerade mal ein Messer dran? Diese Süßkartoffeln sind weit gereist. Eckhoff ist interessiert und nimmt das Gemüse aus Nicaragua genauestens unter die Lupe. Ja, also die Farbe ist immer mal wichtig. Wichtig für die Kunden. Das Messer ein bisschen stumpf, da müsste noch mal besser werden. Ja, wir haben kein Waffengeschäft hier, ne? Das ist so die klassische Farbe, es gibt die auch in lila und in weiß, aber das ist so das, was bei uns hier in Deutschland am gängigsten bekannt ist, ne? Die orangefarbene. Genau. Schöne Ware. Es ist 7 Uhr morgens. Die Sonne geht auf und steht tief über der Markthalle. Der Großteil der Waren hat bereits seinen Besitzer gewechselt und die Nachtschicht neigt sich dem Ende. Doch noch rollen weitere Kunden an. Einkaufszeit für Susanne Jegotka. Die Gemüsehändlerin aus Rahlstedt hat ein eigenes Geschäft am Stadtrand von Hamburg. Jeden Morgen kommt sie auf den Großmarkt. Hallo. Moin. Susanne Jegotka braucht dringend neue Ware. Hallo. Deutsche Tomaten. Das sind die ersten Vierländer Krausen Tomaten. Die sind noch ziemlich teuer. Das ist was Besonderes. Gibt's halt nicht im Supermarkt. Gibt's nur bei mir. Oder auf dem Wochenmarkt. Und hier, Fenchel aus Deutschland. Aber einer reicht.
Wenn das reif ist, kaufe ich weniger. Wenn das jünger ist, die Ware, kaufe ich mehr. Wenn die Sonne scheint, kaufe ich das eine mehr. Wenn es regnet, kaufe ich das andere mehr. So, das ist so eine Gefühlsentscheidung. Das ist gar nicht so einfach. Die deutsche Strauch ist immer noch günstig. Ja, wie gehabt im Preis. Soll ich die nehmen noch? Ja, ja, ne? Ich auch. Echt? Ich muss ja welche loswerden. Bei jedem Händler stellt sie sich eine Palette zusammen. Und die Suppe, ist die noch gut oder gibt es noch neue Suppe? Jegotka benötigt als nächstes Suppengemüse. Eines gut. Ja. Was ich mitnehme, das muss ich bezahlen. Und das ist teuer. Die Ware ist teuer. Gucke ich lieber genauer hin. Und weiter geht es zum nächsten Händler. Keine 500 Meter vom Großmarkt entfernt befinden sich die Hamburger Deichtorhallen, der frühere Großmarkt. Heute ist hier das Restaurant Filet of Soul zu Hause. Starkoch Patrick Gebhardt bekocht seine Gäste mit ausgewählten Gerichten. Ausgefallene, aber auch regionale Speisen stehen auf seiner Karte. In den frühen Morgenstunden macht er sich auf den Weg in die benachbarte Großmarkthalle. Hier holt sich der Koch Inspirationen für neue Gerichte. So ein bisschen wie zu Hause. Das heißt, du kommst hierher und es riecht immer noch wie immer. Also du kommst rein, es riecht immer noch nach Großmarkt. Es riecht nach frischen, nach reifen Obst und nach Holzkisten und so. Und das ist halt wirklich so eine Atmosphäre, die du wiedererkennst. Man fühlt sich dann hier wohl, ne? Das heißt also, da bekommst du schon so, du fühlst dich gut hier und deshalb kaufst du auch ein. Wenn ich jetzt reinkomme irgendwie in die Halle und sage, nimm das so auf, was es hier gibt, dann ist zum Beispiel jetzt gerade Schmorgurken ein Thema. Habe ich lange nicht gekocht, will ich dann auch sofort wieder machen. Deshalb sage ich, okay, nimmt man dann eventuell eine Kiste mit oder lässt sich dann beliefern und macht halt mal wieder Schmorgurken. Speziell bei uns im Mittagstisch eine ganz interessante Sache, ne? Susanne Jegotka ist derweil auf der Suche nach der perfekten Erdbeere. Die nehmen wir dann mal lieber schnell weg. Okay. Ein Händler hat ihr schon Ware bereitgestellt, aber sie ist nicht zufrieden. Die gefallen mir besser. Das sind Norddeutsche? Ja. Hier oben, Niedersachsen. Ja, steht in Holstein, das ist doch schön. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die schmecken gut. Wenn die Blüte, wenn das Grün ein bisschen nach hinten geht, dann sind die nämlich, werden die süß. Erdbeeren sind wahnsinnig knapp. Sind echt gerade sehr knapp, weil die nicht nachreifen. Es ist einfach zu schlechtes Wetter gewesen. Zu kalt war das lange. Die haben ja gerade erst geblüht und so. Die brauchen ja mindestens 2 Wochen, damit sich die Frucht so entwickelt, ne? Aber die sind ganz gut. 5, 5, 5, die Himbeere. Und dann die ganzen 5 hier? Also die 5 da, ja. Die 5 da hinten, die Himbeere und hier die 5. Ja. Ja. Und dann entdeckt sie noch etwas. Ist der noch frei hier? Ich glaube, der ist nicht mehr da. Nee? Vielleicht doch? Nee, ich glaube nicht. Nee? Doch diese Kiste scheint vergeben. Okay. Na gut. Oder doch nicht? Walter, den grünen Spargel da hinten, den hast du nicht mehr? Da ist noch einer oben auf der Palette gewesen, auf dem geschälten. Wo ist Katharina? Ich darf ihn haben. Susanne Jegotka ist im Stress. Ja, morgen trotzdem noch. Und ihre Einkaufstour noch längst nicht vorbei. Ich glaube ja. Dankeschön. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Koch Patrick Gebhardt ist auf dem Weg zu dem Händler Don Limon. Guten Morgen. Tag, ja. Hi, grüß dich. So. Ja. Wie geht's uns? Soweit und selber. Der Starkoch sucht Nachschub für seine Küche. Kaffee kriegen wir gleich noch, aber ansonsten geht's mir schon ganz gut, ja. Wie gesagt, haben wir gestern unsere ersten eigenen Container jetzt bekommen, aus Argentinien, neue Ernte. Man sieht es eigentlich sofort, dünne Schale, sauberes Fruchtfleisch, saftig, nicht strohig, trocken. Okay. Hört man auch schon, die knackt schon schön. Ja. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für Reife. Ja. Sind Kernarme, also wir machen eigentlich nur noch Kernarme, weil es ist einfach mit Kerne ist eigentlich völlig aus der Mode geraten. Ja. Jeder will halt Fruchtfleisch haben und kein Ding. Das ist es, wollte ich gerade sagen. So, mein Lieber. So, Fisales wollen wir uns mal anschauen. Ja, die kommen jetzt woher?
Kolumbien aktuell. Okay, Kolumbien. Ja, ja, finde ich aber auf jeden Fall interessant. Und gerade hierbei ja auch immer zu beachten ist, was für ein Gammelfaktor hast du dabei. Ja, ne? Deswegen sei ja also wirklich schön, richtig schön trocken. Ja, auch immer ganz wichtig. Selbstverständlich. Ja, okay, dann Pfifferlinge brauche ich auf jeden Fall. Die großen liegen wo? Die sind noch am günstigsten und mit 10,5 kannst du sowas machen. Ja, okay. Ja. Aber ich glaube, du hast hier drüben ja dann auch die gewaschene Variante, vielleicht jetzt im Moment. Auch wenn wir mal das da kann Netz, man dann ja immer gleich das mal Netz genau einmal abnehmen, also dann siehst ja du schon. So, und da spart man sich ja dann halt, spart man sich dann halt die Putzerei. Gerade heutzutage beim Thema Personalkosten im Betrieb. Ja, eindeutig. Wenn die 4 Euro mehr das Kilo kosten, muss ich überlegen, kann jemand irgendwie in einer halben Stunde irgendwie ein Kilo putzen. So, das ist immer das Wichtige, was ja man halt sehen muss. So, dann nehme ich von denen auf jeden Fall mal 2 Körbe mit. Ja, natürlich. Nämlich den hier und den da. Und dann schreibst du mir das alle auf die Rechnung. Ja. Alles klar, vielen klasse Dank, dass du heute Zeit hattest. Selbstverständlich. Und bis bald. Ich wünsche dir was. Tschüss. Schönen Tag, mein Lieber. Ciao, ciao. Hallo. Susanne Jegotka auf der Zielgeraden. Was kostet eigentlich hier dieses Dreierzeug? Sie sucht noch Kräuter. Das ist eigentlich ganz schön, ne? Das Einzige, da steht Herbsttrio drauf. Das ist schade. Das müsste jetzt Frühjahrstrio draufstehen. Oder Sommertrio. Wo steht das schönste Rosmarin? Richtig zufrieden ist sie nicht. Die sind so klein. Ich weiß auch nicht. Ist immer schwierig, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann wird das nicht viel. Doch eine Chance hat sie noch. Nebenan im Blumengroßmarkt, einer eigenen Halle, in der es auch Kräuter gibt. Sie wird fündig, aber nicht nur beim Rosmarin. Das ist jetzt eine spontane Entscheidung. Ne? Das ist ja jeden Tag andere Ware da. Ich bin jeden Tag auf dem Großmarkt und ich wollte vor allen Dingen Rosmarin suchen. Der ist überall halt schwierig gerade. Der ist auch schwierig. Und ich weiß ja, wo es das eine oder andere noch gibt. Naja, und die habe ich gerade entdeckt und die sind einfach ganz schön. Jegotka hat endlich alles zusammen. Super. Ein Händler bringt ihr den letzten Sack Möhren zum LKW. Also ich glaube, ich habe jetzt alles. Also ich habe meinen Zettel abgestrichen, manche Sachen habe ich nicht gekauft und von manchen vielleicht, was ich gar nicht haben wollte. Kurz durchatmen. Doch in einer Stunde öffnet Susanne Jegotka ihr Gemüsegeschäft. Morgen früh wird sie wieder hier einkaufen. Auch Koch Patrick Gebhardt ist zufrieden. Wir haben uns jetzt hier Pfifferlinge mitgenommen, weil das ist so ein Zeitfenster von 3, 4, 5 Wochen, wo es das jetzt gibt. Da muss man jetzt erstmal zuschlagen und was damit machen. Vom Großmarkt direkt in die Küche. Der Starkoch testet die Ware. Wenn sie ihm schmeckt, bestellt er später mehr. Gewöhnlich kann Patrick Gebhardt sich verlassen auf die Großmarktqualität. Siehst du jetzt hier bei den Pfifferlingen, die sind halt eine vernünftige Größe, feste Pilze, nicht wässrig, nicht zu viel Sand dran. Das ist eine schöne Ware, nicht vertrocknet, eigentlich optimal. Es muss halt im Saft stehen, wirklich frisch rüberkommen, du musst es halt sehen. Ne? Deshalb ist der Geschmack ist dann ja auch viel mehr da. Ne? Einfach und doch lecker. Dafür ist Patrick Gebhardt angewiesen auf frische Ware und beste Qualität. Und während der Starkoch noch probiert, ist auf dem Großmarkt gleich Feierabend. 12.000 Gemüseboxen werden gewaschen. Die Pfannkisten der Selbsterzeuger. Marktsheriff Edmund Kramer macht einen letzten Rundgang durch die Halle. Alles wird geputzt. Jeder Händler muss die eigene Fläche selber reinigen. Es ist jetzt 9 Uhr. Wenn die Stände hier abgeschlossen werden, macht der Markt kurz Pause. Doch schon bald bringen die ersten LKWs wieder frische Ware. Zum Großmarkt Hamburg, dem größten Drehkreuz für Obst und Gemüse in Deutschland.